herzlich willkommen zu Gun Home. Wir kommen heute nach Hause. Das Spiel ist so ähnlich aufgebaut wie damals. What Remains with Edith Finch. So ähnlich in der Art. Wir schauen mal hinein. Use your mouse and keys. Okay. Start. Loading. Ist das, glaube ich, mit englischen Untertiteln? Oder wie auch dem? Deutsche Untertitel, englische Sprache. The Fulbright Company presents. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Okay, also wir kommen jetzt vom Airport nach Hause. Niemand hat die Nachricht abgehört, scheinbar. Gun Home. Der 7. Juni. Am 6. Juni sollten wir ankommen im Flugzeug. Es ist der 7. Juni, 1 Uhr morgens, 1.15 Uhr. 19.95. Wir sind gerade zu Hause auf der... gerade hineingekommen. Hier sind unsere Sachen. Caitlin Greenbrier, Portland, Flug 72, 6. Juni. Okay. Ganz schön, dass die haben hier noch so ein Vorzimmer. Interessant. Na, wie so im Wintergarten. Ja, aber da muss ja was noch reinkommen. Guck erst mal, was hier... wir sind ein bisschen langsamer. Einen Becher nehmen. Drücke rechte Maus, Right Maus oder Left Shift, um zum Gegenstand in der Hand zu untersuchen. Toll, es ist ein Becher. Ein Becher? Oh. Okay. Ah! Die alte Weihnachtsente. $5,99 hat die gekostet, aber Monsterbespender, ne? Kann ich immer ankommen, ist immer rentabel. Hängt aber ein Zettel, wir gucken dann auf den Zettel, oder? Katie, tut mir leid, dass ich dich nicht da sein kann, wenn du kommst. Aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich. Dein Sam. Sam, der Name kommt mir so bekannt vor. Sam? Hatten wir ihn schon mal irgendwo? Ja, lieber Kronk, den hatten wir schon mal irgendwo. Es ist verschlossen. Wir haben aber schon einen Schlüssel gefunden, zufälligerweise. Ist noch was drin? Nein. Hausschlüssel nehmen. Hausschlüssel in den Rucksack gepackt, der da drüben. Wenn wir mit Rucksack kommen. Und wir haben auch hier keine Füße. Kommen wir irgendwie in den Inventar. Tür aufschließen. Drücke 1, um in den Inhalt eines Inventars zu sehen. Oha. Wir sehen scheiße aus. Entschuldigung. Greenbrier Caitlin, 12. Dezember 73 geboren. Das heißt, wir sind 22. Wir haben einen anderen Passport. Mein Reisepass, den ich für meine Europareise gebraucht habe. Boarding Pass. Das ist meine Bordkarte für den Rückflug von meinem Jahr in Europa. Der Zweitschlüssel, der unter der Weihnachtsente versteckt. Der braucht schon Füße, hast du recht. Dann haben wir hier eine Karte, Veranda und danach kommt das Foyer. Wir kennen also die Wohnung gar nicht auswendig, wir brauchen also eine Karte. Und Tagebücher, da steht noch gar nichts drin. Okay, wir schließen auf. Sprich nicht so über andere, nur weil es bei dir passt. Ey. Sprich nicht so über andere. Hat er jetzt die Karte angepasst? Ja. Ah. Das ist das Foyer. Wir schauen uns natürlich auf einen Ordner öffnen. Rechnung lesen. Westbring Umzüge, Rechnung. Terrence Greenbier. Liste dann Transportkisten, 8 Kisten Küche, 5 Schlafzimmer, 6 Kinderzimmer, 10 Kisten Bibliothek, Übergewicht, 4 Kisten im Büro, Fernseher 60 cm, Fernseher 35 cm, weiter auf beigefügten Tabellenblättern. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. Das Sam ist unser Bruder.
Okay. But I'm not going to let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Hörst du noch alles normal? Ja, ich höre noch alles normal, du nicht? Nee, willst du mal hören? Es regnet gerade. Nein, willst du mal hören? Hallo, hallo, hallo. Moment mal kurz. Da hat sie ja den Voice-Meter weggeschossen. Aber übelst, ich war gerade übelst erschrocken und war verwundert, dass du nicht reagiert hast. Weil ich es halt normal gehört habe, weil es der Voice-Meter halt deine Einstellung weggeknallt. So. Für alle, die es jetzt nicht mitgekriegt haben oder beziehungsweise nicht wussten, was los war, ich habe alles wie in Roboter-Stimmen gerade gehört. Da war ein ziemliches Kratzen drüber. So, okay, also wir haben hier eine Klo-Dings. Ach, man kann das zurücklegen, warte mal. Wenn wir es zurücklegen können. Sam, den Becher brauchtest du nicht, oder? Okay. Ich wollte jetzt aber gucken, ob das, was sie uns gerade vorgelesen hat, im Tagebuch ist. Ja. Das können wir uns, also das brauchen wir uns dann nicht anschauen. Wir schauen uns um. Wir schauen erstmal hier. Ich gehe noch in kein anderes Zimmer, ne? Ich gucke erstmal hier. Tür öffnen. Ist das unser Bruder Sam? Sam, Katie, Mama Jan und Papa Terry. Dann ist Sam nicht unser Bruder, sondern unsere Schwester. Eine Samantha. Gibt es hier eine Taschenlampe? Flashlights? Nein. Sam. Sam. Hello. Sam. Warum sind die ganzen Schränke leer? Oh, ich dachte gerade, da steht er noch. Ich mich so gedreht habe. Where are you? Das ist die Sprachnachricht oder holen wir gerade? Really? I need to talk to you. Please be there. Was machst du denn? Wie ja, oft haben wir den angerufen? So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest. Boah, der rauscht aber übelst. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, Hallöchen, so, Kevin. Love you. See you soon. Bye. Fertig mit den Sprachnachrichten? Gut. Ach, hat zurückgespult. Okay. Notiz lesen. Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Rufe ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Ach, Kinder. So, ich habe hier gesehen, in der Schublade ist ein Filzstift. Und es ist ein Bleistift. Das könnte nützlich werden. Ich kann es nicht einstecken. Die Schlüssel hat er vorhin von alleine eingesteckt. Ich leg den Stahl hin und die anderen dahin, ne? Noch was drin? Weltweiter Flugplan. Halt. Katie's Ablus 6.794 Flug 818 nach Amsterdam. Okay. Noch was drin? Okay. Wir hatten hier noch Schubladen. Erstmal nochmal Licht an. Notiz lesen. Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf die Crabtree, rechts auf den Bullhorn, Abfahrt an der 47. N, rechts auf die 202E, Eingang rechts hinter der Waage, Fahrzeit 1 Stunde 10 Minuten. Okay. Die Idee würde ich nicht kommen, mir das so aufzuschreiben. Okay. Na, geh weg. Also, entweder sind die Schränke ganz leer oder total verwüstet drin. Wir müssen
einer meiner Pokale. Regionale Leichtathletik, Wettkampf, Endausscheid, Mädchen 100 Meter Staffel, erster Platz, Jamie Blum, Caroline Jones, 20 Runde und Caitlin Greenbrier. Shame. Uns geht's gut. Und dir? Wir haben eine wunderschöne Wohnung, Hecho in Mexiko. Einen alten Leichtathletik-Pokal. Regionale Leichtathletik-Wettkampf, Endausscheid, Mädchen, Weitsprung, Caitlin Greenbrier, erster Platz und kriegt einen Silberpokal. Okay. Na dann, schönen Feierabend dir. Dem schließe ich mich an. Hier ist ein Buch. Holy Bible. So. Alter, können wir jetzt hier alles durchsuchen? Liebe Jen, es ist so schön, wieder von dir zu hören. Die ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unsere erste Studie, ne? Als wir uns gemeinsam dieses kleine Zimmer im Boden enthalten. Es war so mies dort und wir haben über unsere Träume fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne eine echt richtige Villa. Ich auch. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Irgendjemand da oben mag dich. Von deinem Glück könnte ich auch was gebrauchen. Schick mir ein paar Lottozahlen, ich werde sie spielen. Im Ernst? Nein, Kevin. Aber ich sollte mich nicht über unser schönes altes Häuschen beschweren, das wir haben. Seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde, haben wir gerade erst 9 Vinylverkleidungen machen lassen. Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht's dir, Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch, schreib bald zurück. Ich vermisse dich. Mitbewohnerin, deine Carol. Okay. Ein Bild, hier ist nichts weiter. Gut, mit welcher Tür wollen wir anfangen? Ich würde sagen, gleich so die ersten, ja. Ein Tropfen noch Handseife nehmen. Sparkle Hand Soap. Du sollst doch nicht das Haus auf den Kopf stellen. Deswegen räume ich auch wieder zurück, weil ich genommen habe. Magazin ansehen. Warum musst du das Wasser laufen? Das ist doch nicht meine Rechnung. Mal sehen, ob ich Uhr läuft. Autorenmagazin, 50 Gewinnspiele mit Preisen im Wert von $21.000. Stephen King, Kritiken, die Kunst der Bewertung, veröffentlicht werden, das Geheimnis, die leeren Seiten, wo wie 20 Top-Autoren damit fertig werden. Immer da anfangen, wo die Geisteraktivität am höchsten ist. Oh, falsches Spiel. Diesen Gedanken hatte ich auch schon, Dennis. Soft Plus, Klopapier. Nur für euch. Also wenn ihr es wollt, ich kann es nur empfehlen. Ihr seht ja, das ist unser Streaminghaus. Schachtel nehmen. Quickfix. Hat sich jemand verletzt? Braucht jemand Hilfe? Eine Rolle nehmen. Halte euch gar nicht. Sehen, haha. Noch eine Schachtel nehmen. Nochmal Quickfix. Reinigungspulver. Das Salz musste wohin gesprüht werden. So, wir sind hier durch. Halt das mal für dich so zu brauchen. Bei meinem Talent sowieso. Es ging ums Klopapier. Gibt's ja kein Lichtschalter. Also, denke ich mal. Was haben wir hier oben? Brettspiel nehmen. Over the Alps, a novel traveling game. Über den Alpen. Oh. Über den Alpen. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Woodfield High School. Tecklemann County Forstamt, Jenny Screenberry, Oberforstbeamtin. Unsere Mutti. Oder Stiefmutti. Okay. Kommen wir drüben weiter? Verschlossen. Zu. Ja. Alter, dieses Gewitter, ey. Nur falls jemand reinkommt. Ich lasse extra die Türen offen, damit wir wissen, wo wir waren, ne? Wo soll ich wieder zumachen? Drücke 2 oder M, um einen Standort im Haus zu sehen.
Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Hab viele Paris-mäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel Petit Déjeuner essen und ein Barett tragen. Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bring dir was von Shakespeare und Campany mit, weil du mein Lieblingsschwester bist. Hab euch alle lieb, Katie. Scheinbar noch ihre eigenen Briefmarken draufgeklebt, ne? Sie hat's ja. Ach, da sind auch noch Türen. Ich dachte, da müssen wir nochmal neu vor das andere gehen. Da ist nichts. Wahrscheinlich unsere Schwester. Oder wir? Was haben wir noch? Foto? Nachruf. Oscar Marson aus Boone County ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Marson wurde am 8. September 1933 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in den jungen Jahren machte er seinen Abschluss in der Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone County zurück. Schon bald wurde er eine vielgeliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten. Wer quatscht hier? In den Jahrzehnten vor seinem Hinscheiden sah man ihn nur selten sein Haus verlassen. In der First Methodist Church wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Hört ihr also diesen Sonntag? Genau. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Greenberry sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viel Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Eine Karte nehmen. Können Sie aber immer nur zurücklegen, ne? Wir können das nicht behalten. Legen Sie mal richtig zurück, oder? Tarotkarten. Ich kann die nicht ordentlich zurücklegen, ich muss die behalten. Und einen Bleistift nehmen. Warum haben wir so viele Sachen, die wir nehmen können? Ich gucke noch mal kurz hier draußen. Hier draußen war da auch noch mal so ein Dings. Können wir eigentlich rennen? Wir können zoomen. Wir können crouchen. Interesting. Okay, hier geht das Ding nicht anders als an. Aber wir können so. Aber dann können wir nicht mehr laufen. Wenn ich mich ganz anstrenge, auf was zu gucken, dann kann ich auch nicht mehr laufen. Fernseher oder so. Dein Radio. Hey, bist du die neue Sam? Ich bin Tommy von hinter dir. Winke, wenn du das gekriegt hast und schreib zurück. Hi Tommy, ja, ich bin Samantha und ja, ich bin neu. Was gibt's? Ich dachte nur, weil du neu bist, könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen. Ich hab noch auch nicht viele Freunde und deshalb dachte ich, frag mal, wenn dich nicht stört. Ja, nein? Nein, stört mich nicht. Was möchtest du denn fragen? Ist nur dein Onkel im Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Ja. Nett. Alter. Okay. Hier geht's bestimmt ein Treppenhaus hoch, oder? Was ist denn das für ein Haus? Okay, fangen wir vorne an, oder? Abstellkammer. Heute gibt's hier viel zu lesen. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf deinen ersten Schultag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bringe folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Eine stabile Mappe mit Innenlaschen. Und je eine für deine 6 Unterrichtsstunden. Ein limitiertes Notizbuch pro Unterrichtsstunde oder ein einzelnes großes Notizbuch 6-mal unterteilt. Mindestens 6 Stifte mit blauer und schwarzer Tinte und 6 Bleistifte. Müssen wir die sammeln? Kann sein. Bleistifte, Stifte mit Tinte und Schwarz, eine Packung Buntstifte, ein normales Kombinationsschloss für einen Spinn, ein gehaltvolles Mittagessen für 2,50 Dollar für ein Essen. In der Schulkafeteria eine positive Einstellung. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug Schlaf zu schlafen und sei um 8 Uhr bereit für deinen Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen. Oh my God, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. Tu mir die Stifte nebenbei. So, it's the first day of school and there I am introducing myself to the class and I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Hallo. Great. Warum schmeißt du das denn jetzt rum? Ich wollte die eigentlich zusammenlegen, dass die irgendwo liegen, damit wir die nachher nehmen können. Okay, so geht's. Okay. Wir hatten doch hier.
Diese Lampe da hinten. Ich erschrecke mich jedes Mal vor der Lampe. Und ich erschrecke mich, weil du dich erschreckst die ganze Zeit. So, wir nehmen nämlich den Bleistift. Er hat nämlich was von 8 Bleistiften und Filzstiften gesagt. Ich will die sammeln. Wir gucken, ob wir die brauchen vielleicht. Das klang so danach. Ja. Schadet doch nicht, oder? War hier noch was? Nein. Nein. Gut, bleibt offen, Strom sparen. Das ist ein großes Zimmer. Was, der Wetterchen? Da ist nichts. So viel zum Thema Strom sparen. Schublade. Nein, eine Formular. Presse Versicherungsagentur, Prüfung der Elektroanlagen. Die Verkabelung im Haus erfüllt technisch gesehen alle Anforderungen für Strom, Stärke, Grenzen und Sicherheit. Allerdings sind während der letzten 100 Jahre viele zusätzliche Kabel in die Wände eingezogen. Ja. Worden. Die Stromanlage reagiert dadurch häufig unvorhersehbar, Lichter flackern ohne klar erkennbaren Druck auf Dielen und Türrahmen unterbricht Schaltkreise, die sich direkt unter den Oberflächen befinden. Eine vollständige Revision der Elektroanlage würde erhebliche Schaden an den Wänden, Fußböden und Triangeln Elementen nach sich ziehen. Nach einem ausgiebigen Gespräch mit Mr. Creamer wurde entschieden, keine Maßnahmen zu unternehmen, da es derzeit keinerlei Sicherheitsbedenken gibt. Und nachher fackeln wir die Bude ab. Wer denkt das auch? Oh ja, klar. Blaue Tinte. Wir müssen dann immer überall hinrennen. Wir werden noch Stifte bestimmt finden. Mal, wie gesagt, mal renten. Ich sag nicht eher, die Leuchtstifte waren noch nicht gefordert, oder? Waren die Leuchtstifte gefordert? Nein. Ich lasse draußen liegen. Pioneer CLD 7D703 Kombination Laserdisc Compact Display UVD $999. COCLD Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung, beidseitiges Abspielen, Kopfhörerausgang, Display an aus, Jog Shuttle Drehknopf, Front- und Fernbedienung, Digital CSV Zeitlupe, Standbild, Last Frame Speicher, mal 2 S Video Ausgänge, Coax optische Ausgänge, Twinner 1-Bit DV Konverter, SN Ratio 116 dB, CD Wiedergabe für. Es heißt, wer viel macht, macht nichts richtig, da muss ich widersprechen. Können Sie keine Frage der Spezialisierung, sondern nur von Berufung und Hingabe zum Handwerk, sollten Sie auf der Suche nach einem LD-CD-Player Kombianlage, wird es Sie freuen zu hören, dass Pioneer diese besondere. Ich finde es schön, dass Sie echte Geräte nehmen, Pioneer. Frühere Raumfahrt, Utopie, schneller Fortschritt, Zweiter Weltkrieg, eher beenden, Zeitstrahl zu unterschiedlich. John F. Kennedy plus UdSSR in Koalition, chinesisch, japanisch, libanesisch. Paradox resultiert da. Was hat er hier aufgeschrieben? Can you do better? Zurück zum Beginn, wieder in Dallas von 1963 zurückgeschickt. Autokurses in Dallas nach Ausnahmezustand abgesagt. USA abgefangen, geheim geht's ja. Warum nicht Autokurse unterbrechen, wenige Minuten bevor LHO feuern kann? Und sind das Zeitreisegespräche? John F. Kennedy vergiftet, entführt, verletzt. Aktenordner. Du musst ihn schon aufmachen. Ist nicht. Okay. Hier brauchen wir eine Kombination. Aber doch nicht für die unteren beiden. Das ist vollkommen richtig. Wo nichts drin. Benjamin Almert, The Killing of John F. Kennedy, a Theory. Sie haben den Film gesehen, entdecken Sie die Wahrheit. Okay. So, hier hat man durch so, da nur so. Gehen wir da lang weiter oder? Papas Arbeitszimmer sind wir gerade. Ich
würde da später nochmal hingucken, oder? Okay. Wird erstmal die, oder willst du, wollen wir durchgehen, weil die kommen bestimmt heute aus einem anderen Raum. So, gibt's da drüben keine Schnittstelle. Ja, komm, da gehen wir hin rein. Also Papas scheint irgendwie Zeitreisen zu machen. Wo sind wir jetzt? Bibliothek, okay, die gehört dazu. Dads zweites Buch. Aha. Aha. Terence L. Greenbier, ein ganz normaler Geächteter. Okay. Mein Dad. Ist der Motor präsentiert. Gentleman's Magazin für Männer, Februar 1999. Japans blutiger Krieg gegen Delfine Moskau bei Nacht. Drogenposition, die Mafia. Die neuen Regeln der Liebe. Damen am Ring, die Frau des Wrestlings. Das ist sogar ein Buch für uns. Müssen wir lesen. Na komm. Wir sind ja kein Unwelt. Hektos. Wir gucken hier nochmal durch. A stranger under my roof. Ein Fremder unter meinem Dach. Teenager verstehen. Da hast du noch eine ganze Menge zu tun. Teenager verstehen. Ich bin ja selbst noch einer. Ich verstehe mich ja selbst nicht. Was? Evelyn. Lieber Terence, David hat mich gebeten, dir wegen der Testberichte zu schreiben, die du in den letzten paar Monaten abgeliefert hast. Um ehrlich zu sein, machen sie mir langsam mehr Probleme, als sie wert sind. So viel muss ich nachredigieren. Es ist deine Aufgabe, die maximale Wortanzahl einzuhalten, nicht meine, deine Texte herunterzutrimmen. Außerdem wird es immer schwierig, die ganze Abschweifung und Gedankensprünge zu entfernen, ohne alles komplett umschreibend zu schreiben. Die Leser von Heimkino-Liebhaber wollen etwas über die Qualität und den Wert der Geräte lesen. Keine Erinnerungen aus deiner Kindheit. David kennt dich schon lange und er ist der Chef. Deswegen gebe ich dir alleine deinetwegen noch eine Chance. Du solltest dich bei ihm für seine Geduld und Kulanz bedanken. Sieh dir noch einmal deine alten Artikel an und fang an, wieder sowas abzuliefern. Dann sind alle zufrieden. Brent Corner, Testredakteur der Heimkino-Liebhaber. Autsch. Kann bald seinen Rentenantrag abgeben und sagt, er ist selbst noch Teenager. Du bist sehr schön frech. 0415. Nee, 0451. Bitte merken Sie sich das. Magazin. Frech, wahre Geschichte. Ich war eine Teenager dran. Ein Transgender. Leser erzählen uns ihre schrecklichen Momente. Beverly Hills, 1920-10. Nee, 1921, 0. Interessiert das noch jemanden? Der Blick der Männer, wie man ihn untergräbt. Sarah Holz, kein Rasten. Kein Rosten. Und wir haben Untersetzer nehmen. So, bestimmt ein Achievement, komm. Wir nehmen den Untersetzer. Wir machen jetzt ganz was Verrücktes. Wie? Was denn? Nicht, dass ihr Dreck schwört. Dann haben wir hier wieder einen Stift. Ich weiß nicht, ob wir die Stifte sammeln müssen oder so. Dann würden die doch eigentlich im Inventar ja landen, oder? Du bist zu selten frech, du kannst dir das leisten, aber ich glaube nicht. Das ist ein Spruch aus einer Fernsehsendung.